Wie erreichen Vertriebler und Führungskräfte einen Expertenstatus? Sie sollen sich zunächst auf dem Gebiet spezialisieren, in dem sie richtig gut sind und ihren Kundenkreis hierfür klar definieren. Wer klar kommuniziert, wofür er steht, wird von Kunden und Kollegen gerne weiterempfohlen. Nach dem Motto, ich habe da einen klasse Verkäufer an der Hand, der ist eine echte Marke. Wer sich als Experte etablieren will, sollte aktive Kontakte knüpfen und Öffentlichkeitsarbeit in eigener Sache betreiben. Dabei können Mitgliedschaften in Fachverbänden ebenso helfen wie Beiträge in Foren oder Gruppen auf Plattformen wie Xing, LinkedIn oder in sozialen Medien wie Facebook oder Twitter. Der digitale Verkäufer und Chef ist präsent. Vorträge über das eigene Fachgebiet, Beiträge für Blogs und Fachzeitschriften, einen eigenen YouTube-Kanal, über den Verkäufer erzählen, wie sie ihren Kunden helfen. All das hilft dabei, einen richtig guten Expertenstatus für Sie als Führungskraft oder Verkäufer aufzubauen, denn so werden Sie präsent und bekannt in Ihrer Nische, in Ihrem Markt und ziehen praktisch wie ein Magnet Ihre Kunden und Ihre Mitarbeiter im Vertrieb an.